Hola, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Folge Nummer 100 unseres Let's Plays hier. Herzlich willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess mit dem guten Christoph. Hallo und Folge 100. Was war das genau? Tanzen, weil wir Folge 100. Also, ja, und wir haben uns überlegt, diese Folge 100, die wird nicht nur mehr Cuts haben als alle 99 Folgen davor. Zusammen. Sondern, was gar nicht so unrealistisch ist, sondern es muss auch ein relativ guter Versuch, besonderen Anlass dafür geben. Und ihr seht schon, welcher das ist, wenn ihr ihn da vorne gerade gesehen habt. Wir wollen uns die restlichen 18 Geisterseelen holen und damit die 60 voll machen. Ob wir das in einer Folge hinkriegen, wissen wir noch nicht. Wir haben sie zumindest alle rausgefunden. Es droht also nicht so ein Fauxpas wie mit den Herzteilen. Ob ich während der Christoph hier durch die Gegend reist noch ein Wort dazu verliere, wo genau die anderen 42 findet, das werden wir auch noch sehen. Ja. Gute Aktion. Ja, ist kein Problem. Also guter Start. Werden wir auf jeden Fall gut in den 20 Minuten schaffen. Dann jetzt. Ganz easy. Und wir haben ehrlich gesagt gar nicht so weit uns verteilt wie bei den Herzteilen, was ganz positiv ist. Sieht man einfach daran, wir haben, wenn ich mich recht entsinne, in keinem einzigen Tempel welche vergessen. Denn dort, logischerweise, könnt ihr die nicht nur bei Nacht finden. Und ja, das ist auch so ein bisschen unser einziges Problem heute. Wir müssen schon alleine deswegen Cuts machen, damit wir überhaupt die 20 innerhalb der Nachtzeit finden. Wir werden es wahrscheinlich in einem Nachtzyklus nicht schaffen. Da ist Nuro 1. Da ist er. Komm runter, du Sau. So, wo wir sind, ist, glaube ich, relativ klar. Mal ernsthaft? Also manchmal verarscht mich das Spiel aber auch wirklich. Der trollt dich schon so richtig. So. Wir sind nämlich quasi an der südlichsten Spitze von Lake Hylia, wie ihr an dem gelben Pfeil seht. Und jetzt warpen wir uns einmal ganz schnell nach oben und holen da noch zwei Stück ab, denn... Also hoffentlich. Hoffentlich. Einer davon versteckt sich an der großen Hylia-Brücke, südlich davon. Ihr werdet es gleich sehen, wenn wir ihn holen. Und den anderen hatte ich schon mal so angekündigt, dafür müssen wir nochmal unser Kakofliegen machen. Oben bei Felby heißt im Englischen, keine Ahnung. Ach, Dumnus, genau. Dumnus Hühnerflugstation. Und ist nicht so ganz offensichtlich, wie zugegebenermaßen relativ wenige von den Pos. Also da war ich dann doch positiv überrascht für den Zelda-Titel. Aber ihr müsst quasi direkt einen U-Turn machen. Sobald ihr losgeflogen seid. Und ich meine, wer kommt schon auf die Idee, wenn man genau sieht, wo man hin muss. Ansonsten... Vor allem, dass ein Minigame ist, für das ich 20 Rubine bezahlt habe. Ja, ja, genau. Wieder so. Ansonsten haben wir hier in der Region am Lake Hylia. Wir warten jetzt mal, bis der Christoph in die nächste Region ab. Wobei, da kommt nichts mehr, ne? Ne, die Map bleibt jetzt so in diesem Bereich eigentlich. Also hier in dieser Region am Hyliasee haben wir außerdem noch, wenn ihr jetzt auf der Karte unten links guckt, auf diesem jetzt hellen Bereich logischerweise, einen kleinen hellen Spot ganz im Westen, unten auf Wasserhöhe. Da könnt ihr einfach hinschwimmen und euch den abholen, ganz im Westen. Also jetzt quasi über unserem gelben Pfeil. Ansonsten haben wir drei Stück, die habt ihr aber alle gesehen in der fetten Höhle vom Hyliasee. Und dann noch, was haben wir noch? Den einen holen wir gleich. Ach ja, und dann auf der Schatzinsel, wenn ihr dieses Minispiel von Dumnus macht, dann könnt ihr eigentlich auch nicht übersehen, wenn ihr das nachts machen solltet, findet ihr auf der zweiten Ebene. Auf die erste kommt ihr so, wenn ihr hinschwimmt, aber auf der darüber findet ihr auch noch einen. Das sind so alle, die ihr am und um den Hyliasee herum finden könnt. Und hier habt ihr jetzt gerade gesehen,
muss man also kurz mal ein paar gar nicht so offensichtliche Boulder vorher mit Bombenpfeilen bearbeiten. Und jetzt gib ihm. Ja, vor allem wird es jetzt jeder Tag gerade, das ist das Problem. Ja, gut gehabt, das wird zumindest den noch mitgenommen haben. Ja, das werden wir wohl nicht mehr schaffen. Schade. Gut. Ja, dann erster Cut, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Nacht leider wieder. Aber ihr wisst ja schon mal, wo wir hin müssen. Genau, bis gleich. Und da sind wir wieder pünktlich hier in Dumnus Hühnerflugstation. Wir starten direkt los und holen uns die nächste Geisterseele, die, wie gesagt, zu den wenigen gehört, die relativ tricky sind. Also loslaufen und so fort. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig egal ist. Ich bin links rumgeflogen, also macht das lieber auch. Boah, how to pick up chickens, ne? How to pick up chicks, ja. Genau. So, los geht's. So, und dann einmal links rum, genau. Einmal direkt so abspringen? Oder kannst so? Du auch, ist völlig egal. Einmal hier. Und da hinten ist er. Ja, da leuchtet er so ganz unauffällig vor sich hin. Und leider Gottes schafft er es von hier aus nicht mehr auf die, von dem ich gerade gesprochen hatte, zweite Ebene von der Schatzinsel. Habe ich probiert, aber geht leider. Ach ja, da nicht. Mussten wir ja auch noch einen holen, ne? Nee, oder? Den haben wir schon. Okay. Den hatte ich extra überprüft. Da. Also du kannst jetzt gleich gerne einfach dir den Kakko schnappen und drauf zufliegen, dann würdest du ja sehen, dass da noch einer ist. Oder fehlt. Wenn da noch einer ist. Aber wir sind, weil das damals so lange gedauert hat, auch nachts. Kann ich auch einfach in die Höhle krabbeln. Was? Keine Ahnung, ich hab nur gedacht, hier ist eine Höhle und dann krabbeln wir da mal rein. Das ist denn hier? So. Ach, guck mal, oh, Pfeile brauchen wir aber tatsächlich. Gut. Schön in der Höhle, da geht die Zeit ja auch nicht. Hoffentlich. Hoffentlich. We don't know. So. Und abgehakt. Next. Jetzt ist der Tag. Ja, genau. Das war das Problem. Über die anderen am Hüliersee hatte ich ja gerade schon gesprochen. Deswegen machen wir weiter. Da vorne sieht man nichts leuchten. Ne, eben, da sieht man nichts, ne? Deswegen machen wir weiter mit. Wo hast du jetzt mal Bock drauf? Sag was los. Ja, komm. Fliegt zum Oberlauf eben, hol den da oben. Da oben. Genau. Einmal zum Flussoberlauf. Schön, das ist den Fingerwort, ne? Nehmen wir auch direkt mit. Am Flussoberlauf gibt es quasi, wenn ihr landet, direkt gegenüber von euch eine kleine Insel. Das dauert ein bisschen, bis man darüber geschwommen ist, also springt da möglichst clever ab, weil die Strömung ist recht stark. Da kann man also durchaus Zeit sparen. Was ist eigentlich hier? Sind da irgendwo? Ja, sind wir irgendwo immer. Und jetzt aufpassen, dass du nicht runtertreibst, ne? Schön in die richtige Strömung rein. Genau. Guck mal. So, so einfach geht's. Im Bilderbuch. Natürlich. Und da ist die nächste Geisterseele. Läuft. Und Haken dran. So, die mal gleich. Dann, wenn du schon mal hier oben bist. Ja. Wobei, warte mal, kommst du nicht von hier aus relativ schnell zu den Schneebergen? Eigentlich ja, ne? Portet geht schneller. Stimmt, kannst du auch. Dann porte dich direkt oben hin. Nee, können wir uns. Nee, geh ruhig nach oben, ist egal, wir gehen dann rückwärts. Dann gehen wir von oben nach unten, ist so einmal einfach. Ja. Weil bis ich jetzt von da aus in den Schneebergen bin, das dauert jetzt dann doch wieder eine Minute, völlig zwei. Okay. Zwei auch, ja. Und die Zeit haben wir ja nicht. Richtig. So, dann sag mal an. Du musst rückwärts runter, versteht sich. Gedacht. Und die erste Kann wartet, ich, du kannst nee, da muss rechts. Hier durch die Höhle, ne? Genau, dadurch die Höhle. Und da drin wartet auch gleich die erste. Wo mich wundert, dass wir die nicht geholt haben. Nee, Quatsch, den Morgenstern hatten wir erst später. Ja, richtig. Richtig, den kriegt ihr ja erst unten in dem Dungeon. Und zwar, wenn du jetzt hier um die Ecke gehst. Da ja, runter. Richtig, da hier kannst du ordentlich Krach machen. Wo fällt's genau?
Und hier drin fällt mir gerade so auf, dürfte auch eigentlich die Zeit gar nicht vergehen. Weil es ja eine Höhle ist. Zack, also, und da ist er. Sehr zuversichtlich. Ja. Komisch, der kann dir was, wenn du ein Mensch bist. Der hat mich gerade fünfmal, als ich den Morgenstern in der Hand hatte, angedutscht und hat, ich habe keinen bisschen Schaden. Ich kann mich jederzeit angreifen. Normalerweise. Da ist die nächste. So, und jetzt geht es eigentlich nur noch Stück für Stück runter. Da findet ihr noch drei weitere. Wenn wir hier schon mal Geheimnisse lüften, dann machen wir die. Genau. Richtig. Irgendwann wird das nämlich damit aus sich haben. La 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 la. Aber wie ihr an den 20 Hertz Containern seht, falls ihr noch Kohle braucht. Ja, guck 50, mal, wir haben 100, 200? Wir haben nur 981, da können wir die 50 hier mal bestimmt mitnehmen. 800. 100 sogar. Meine Güte. In Kohle schwimmen wir ja quasi. Wir haben sie so. Nicht. Wir haben und sie, Wolf. Ja, wir haben sie nicht mitgenommen, obwohl uns welche fehlen, aber ja. Naja. Und rauspuddeln. Da ist es. Jo. So. Dann. So. Dann wäre 940 jetzt nur noch geradeaus quasi. Hier? Nee, nee, rechts. Da. Da. Nee, das sind Fledermäuse. Naja, da kommt der aber. Also der direkt an dem Baum. Haben wir da das hier schon gemacht? Ja, sicher, wir haben schon alle. 7. Okay. Definitiv. So, und jetzt. Ja, weil man da das. Da unten an den Bäumen müsste der erste sein. Da. Genau. Nummer uno. Zack. So, haben wir den auch. Weiter geht's. Dann folgst du einfach dem Pfad nach unten. Und gehst also hier entlang, nicht so straight volle Kanne, sondern hier wieder darüber. Genau, und da hinten ist auch noch einer. Direkt am ADW. Da oben wartet er. Na komm, na komm. Und, na, zack. Haben wir. Easy, die fallen hier. Easy, wie die fliegen. Sagt man doch so. Glaube ich, ja. Und. Oh, meine Güte, hier sind überall Höhlen. Entschuldigung, aber. Ins Eis eingebrochen, passiert. Was ist das denn? Das schreit nach noch mehr Kohle. So viel Zeit, halt Leute, also wer Geldsorgen hat, der findet hier heute absolut seinen Segen. Oh. Oder auch nicht. Der Heck. Drei Stück für nichts, ey, ganz ehrlich. Kein Bock. Ne, keine Zeit vor allem. Nicht für Kohlen, die wir nicht brauchen und für Herzteile, die wir schon alle haben. So, so und der letzte. Wieder gegenüber, logischerweise noch weiter unten, würde sich dann noch einer finden. Auch den kannst du, genau, jo, da ist er. Eigentlich nicht übersehen. Ach ja, wohl. Achso, ich hätte den Geist jetzt direkt zweimal getroffen. Wäre auch episch gewesen. So. Jetzt ist die spannende Frage, schaffst du es noch hoch mit dem Snowboard runter und im Nachtzyklus bis unten vor die Ruine? Ist halt die Frage, ob während des Spiels die Zeit auch wieder stillsteht. Aber ab nach oben, wir legen los. Denn jetzt kommt. Es wirkt gerade sehr hell, aber. Ja, ich weiß, das ist aber hier immer so. Ja, es ist definitiv noch dunkel. Hast du eine relativ gute Chance, würde ich sagen. Jetzt kommt die zweite Geisterseele in dieser Folge, wo ich sagen muss, offensichtlich ist was anderes, obwohl man die eventuell, wenn man nachts gefahren ist, hätte sehen können. Aber es macht sich auch sicherlich keiner wirklich Gedanken darüber, wie man die überhaupt kriegt. Gell? Und dazu war. Mal sehen, ob die Zeit vergeht. Bin gespannt. Wenn es das noch übel nehmen wird. Fairplay ist was anderes, aber das macht er nicht. Jetzt zuerst und dann kommt. Woo! Jetzt. Ich hab ein Wasserschwert. Woo!
Alles andere zählt nicht. Vorher hast du mir einfach mal voll so die Achillessehne durchgetrennt wahrscheinlich. Ja, oder sein, was auch immer, Schwanz oder was auch immer das sein soll da. Boah. Guck mal, erster Lauf hier und direkt so gut, ey. Kannst du mal sehen. Guck mal, geht ja auch hier. Yeah! Auf Wallgrind. Wallride, ja. Wallride. BS 50-50 und so. Olli. Mach doch mal einen Olli. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Yeah. Aber ob ich dir auch einen 1080 hinkriege, oder mach doch mal ein Manual. Auf dem Snowboard. Ja. Super easy. So, liebe Leute, und jetzt rasen wir gleich auch schon dran vorbei. Keine Sorge, dauert noch ein bisschen. Und zwar. Ah, scheiße, ich muss hier ausspringen. Ja. Zack. Zack. Rechts halten, wenn es geht. Und da oben drauf ist er, wo du jetzt gerade drauf zuguckst. Ach so, ja, okay. Und ja, ihr müsst natürlich auch leider erst zu Ende fahren. Und dann werdet ihr gleich sehen, was das Ganze so näher. Kriegt ja mal so einen leichten. Herzkasper? Herzkasper, wenn Christoph da runterfährt. Was? Was? So, bla bla bla. Und jetzt läufst du einfach zurück. Ich überlege gerade. Hm? Ah, Lacker. Okay. Ja, hab ich. Clever. Ne, er kennt die Tricks, er kennt die Tricks. So, und. Aber rennt dann erstmal gegen die Stufen. Genau. Bis hier hinten zurück und jetzt einfach hier einmal eine große Runde drehen. Und hoffen, dass es noch Nacht ist. Ma. Da, da, da. Aber oh, die Musik lässt da schon. Da ist er noch. Ja, sehr schön. Ich bin begeistert. Komm her, Vieh. Komm her. Danke. Hm? Ey, was? Ja, die sind aggressiv heute. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich auch. So. So. So, Leute. Da sind wir wieder. Und während der Christoph noch kurz die Gegner hier aus dem Weg schafft. Vieh, ey. Bleib doch mal stehen. So einfach ist das. Wir befinden uns, wie gesagt, im Südosten der. Ihr seht es hier auch. Hyrule-Ebene, ja, genau. Hier. Und jetzt ist direkt hier vor uns eine Ansammlung von Grasbüscheln, die an einer Stelle schön kreisrund. Na, hier so in der Gegend. Genau. Ist. Und wenn ihr da runterbuddelt, ihr könnt auch einfach euren Gespür anmachen, dann wird es ja natürlich wie üblich. Vor sich hinfunkeln und da sind tatsächlich direkt zwei, jawohl. Sehr geil. Aber beide gleichzeitig kriege ich wohl nicht. Ah, knapp genug, knapp genug. Oh doch. So einfach ist das nämlich. So, und wobei, wie war es denn am Friedhof? Sehr schön. Ist nicht ein Friedhof auch Tag-Nacht-Zyklus? Und ich gucke eben. Ich denke. Moment. Nee, 22 gibt's nur nachts, aber 21 gibt's schon tagsüber. Das heißt, du könntest dich schon mal unauffällig zum Friedhof auf den Weg machen. Ja. Und dann. Dem ich hier alle Viecher mitgemacht habe. Da schon mal den ersten holen und dann warten wir für den zweiten halt, bis es dunkel wird. Hidden Village. Ne, ist auch nur nachts. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Friedhof wieder. In Kakariko. Und da sind wir zurück, liebe Leute, auf dem Friedhof von Kakariko bei Nacht. Wie wir daran sehen können, dass hier mitten auf dem Friedhof schon mal der erste von zwei Poes auf uns wartet. Und der nächste, der versteckt sich in einem der Gräber. Und den suchen wir uns jetzt nämlich hier am, naja, sagen wir mal so, südlichsten. Südöstlichen. Oder südöstlichen. Weil südlich ist sehr relativ. Eigentlich ja, wenn man drauf zuläuft, südwestlich, ne? Weil da ist der Eingang. Die Karte ist genordet, also, oh, Jens. Oh, Entschuldigung, ja, ja, schon. Nix wird drauf zulaufen. Südöstlichste oder wenn ihr reinkommt, auch direkt auf der linken Seite.
Wieso? Du gehst jetzt raus. Ja, aber Norden ist doch trotzdem oben. Ach so, oh, schön, ja. Also sogar östlich. Habe ich doch gesagt, südöstlichst. Ja, ja. Ja, alles gut, wir gehen weiter. Ja, passt schon. Es sind keine Vermesser im Raum. Genau. Geschweige denn Geologiestudenten. Ja, sehr okay. Wir wollen erstmal, ja, Nähe Hyrule Stadt oder so. Ja, haben wir hier. Da, nimm. Zack. Nimm. Alles, was du kriegen kannst. Nimm alles, was du kriegen kannst. Und dann wollen wir einmal zum Westausgang, also auf die andere Seite. Ich wollte gerade sagen, du hast mitgeschrieben. Ich bin dabei. Auf die Westseite, also auf die andere Seite. Sehr gut, Jens, das hast du jetzt gut. Ja, ich hätte auch sagen können, auf die bessere Seite, aber... Nicht ohne Seite verwaschen. So, there we are. Wir sind aber auch noch in der Abenddämmerung, ne? Ja, das ist sehr gut. Ja. Das ist ja ideal. So, jetzt kommt einer der... Verängstigen wir noch ein paar Menschen? Oder? Der einzige, würde ich sagen, wo ich jetzt echt hoffe, dass ich mich da nicht vertan habe. Oh, Jens, oh, oh. Es wird spannend. Nicht, dass ich mir da was eingebildet habe. Noch. Ja. Ja, die sind auch echt zu geil, ja. Das ist mir gerade auch schon aufgefallen. Und zwar soll der auf der Brücke direkt hinterm Tor sein. Mach keinen Mist. Da ist er! Ja, Mann! Und da ist er! Ich bin begeistert. So, So, dann? Hidden Village oder? Nee, Hidden Village oder nördlich von Farron? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob nördlich von Farron gerade so günstig liegt. Was ist denn nördlich von Farron? Da, über diesem Wasser. Über dem See. Da, ja, leider. Dann würde ich fast sagen, ist. Weil das schlecht. Was ist mit ja, Kakariko-Ebene, hätte ich jetzt gesagt, und dann eben rüber reiten. Den da, ja. Oder? Wird fast nicht mehr gehen. Ja, los geht's jetzt. Gut. Und dann sind wir bei den letzten dreien. Und je nachdem, wie wir es drehen, liebe Leute. Okay, genau. Entschuldigung. Da, also pass auf, nördlich, wie gesagt, da. An so einer Erhöhung. Ach, ich reite nicht, ich laufe so. Bis wir das Epoma da, bis Epoma da ist, das dauert in der Tat nicht so viel länger. Auf geht's, ab geht's. Davon abgesehen, dass wir uns ja auch immer hin und her verwandeln müssen. Einmal zurück und dann auch wieder hin, wenn wir warpen wollen. Rektik. Ach Leute, welch spannender Endspurt hier. Jetzt ist es so langsam mitten in der Nacht. Oh, was kommt denn da vorne? Oder? Da ist er. Achso. Das ist er. Nice. Kommt der runter? Ja, das waren die einzigen beiden, bei denen ich noch gesagt hätte. Vielleicht habe ich da mal durcheinander gebracht. Aber habe ich nicht. Der Boblin, der uns in uns steht, schlägt gerade zu. So, und jetzt bleibt uns noch das verlassene Dorf und Sacred Grove. Je nachdem, wo du das Ganze, diese epische 100. Folge beenden möchtest. Ja, genau am Masterschwert, oder? Ja, können wir eigentlich machen. Das machen wir. Wäre dann witzig, wenn du zu 46 rennst und dann zurück zum Masterschwert und dann... Ja, werde ich aber so machen. No risk, no fun. Geht ja nicht anders. Ja, geht in der Tat nicht anders. Also erstmal ins geheime Dorf. Da ist einer, wenn ihr reinkommt, glaube ich, sofort auf der linken Seite. Warum wir den bis jetzt, weiß nicht, ob wir echt einfach nie bei Nacht im Dunkeln da waren. Ja, ich denke. Scheinbar. Ich gehe davon aus. Man weiß es nicht. Jetzt krabbelt das Vieh auch noch. Aber ist auf jeden Fall, wenn ihr denn bei Nacht dort vorbeikommt, doch noch aus der Kategorie schwer zu übersehen. Ja, in der Tat, in der Tat. Das einzige Problem ist natürlich, ja, okay, was macht ihr da? Ne, ihr holt den Holzstab da ab für Ilia und dann das Minispiel mit den 20 Katzen. Auch das findet ihr natürlich witzigerweise oben über die Infokarte. Ja, und ich gehe davon aus, dass hier nämlich auch Tag und Nacht Rhythmus außer Kraft gesetzt sind. Weil so lange, wie wir hier für die Katzen gebraucht haben. Stimmt. Komm, Vieh. Ach nein. Weiß nicht, ob der dich wirklich angreift oder ob du echt hoch musst. Ich glaube, du musst hoch. Ich fürchte es fast.
Einmal hier da über die. Oder muss ich ja den ganzen. Nee, ja. Rechts da über die. Mit dem Greifhaken über das Fischernetz da. Ja. Umständlich. In der Tat vollkommen unnötig, Leute. So ist das Leben. Und wenn die Viecher jetzt aufhören zu miauzen, dann auch noch außen. So. Mal, aus dem Hinterhalt habe ich ihn jetzt hier geholt. Also dich nicht kommen sehen und doch gut reagiert. Oh, oh, knapp. Ja, durchs Holz doch. Den zerfleischt davon, wo er will. So, und jetzt. So. Ach, können wir direkt hinwarpen. Wir sagen jetzt Rukizuki zum Heiligen Hain. Jetzt zum Heiligen Hain? Ja, oder? Ja, gut, wenn du das sagst. Okay, dann auch zum Heiligen Hain. Oder wohin sonst? Nee, nee, alles gut. Ja, die beiden noch. Alles gut, alles gut. So, dann sehen wir uns gleich, wenn wir. Ach nee, wobei, das müssen wir aufnehmen, ne? Müssen wir, ja. Wir sind ja schon so gut wie da. Ja, ja, nee, vor allem müssen wir ja den Weg aufzeichnen, wäre ja sonst Quatsch. Wir verloren, weil dann haben wir ja keinen Weg, wäre ja sonst ein bisschen Panne. Ja, Leute, ihr habt gesehen, von wo wir gekommen sind und theoretisch gesehen geht es jetzt hier nur einmal hoch im ersten Raum. Das ist also jetzt hier dieser runde Raum, den ihr gerade auf der Map noch gesehen habt. Nur ab jetzt ist, wie gesagt, die Map weg und jetzt lauft ihr einfach geradeaus durch. Immer genau. Geradeaus. Wie seht ihr jetzt im Grunde, wie ich laufe? Genau, jetzt kommt hier so ein etwas langgezogener Raum. Dann kommt der erste Raum mit in diesem Fall Wasser auf der linken Seite. Und dahinter kommt noch einer, wo ihr quasi auf Wasser zulauft. Und dort sollten wir, da hören wir schon, eigentlich auch noch einen finden. Ja, da ist er. Die Frage ist nur ehrlich gesagt gerade, wie kommen wir da hoch? Schwimme unter dem Wasserfall. Ah ja. Da, genau. Gut versteckt. Und dann da versteckt er sich, der Affe. Komm her. Komm her. Zack. Zack. Und kabams. Schön immer mit dem Salto noch. Das ist besonders wichtig. Ja, weißt du was? Und jetzt bin ich immer richtig faul. Jetzt bin ich mal richtig faul. So. Und der letzte soll dort. Moment. Gefunden werden. Da ist es überhaupt der letzte. Moment. Ich würde mich schwer wundern, wenn nicht, liebe Leute. Moment. 59 wäre es. Es ist der letzte. Dort, wo. Ja, nicht alles, alles begann, kann man nicht sagen, aber dort, wo es doch immer am schönsten war, der. Einer der epischsten Momente in jedem Zelda-Spiel. Wir haben das Masterschwert aus dem Stein gezogen. Aus dem. Was ist eigentlich das deutsche Wort für Pedestal? Egal, du hast 60 Geisterseelen. Da bestätigt unser Spiel den größten Erfolg der Let's Play-Geschichte. Ich kann alle Lesezeichen und offenen Tabs der letzten 3 Monate schließen. Jetzt ja als Erhöhung oder als was ja, irgendwie so, Stein. Ne? Fundament, Sockel, Fuß. Ja, genau, irgendwie so. Tja, Leute, und damit wisst ihr. Ja, Moment, jetzt müssen wir uns auch einmal den Lohn praktisch dafür holen. Natürlich. Ne? Also wir wollen jetzt noch wenigstens zum Ende der Folge noch Giovanni befreien. Bin ich mal gespannt, das kenne ich noch gar nicht. Das habe ich nie geschafft. Obwohl ich das Spiel ja zweimal gespielt habe. Die 60 Geisterseelen waren immer so ein Ding wie die 100 Skulpturen. Das habe ich nie gemacht. Ich war zu Bis faul dahin gebe ich euch nochmal wirklich nur eine Mini-Zusammenfassung von denen, die wir jetzt noch nicht durchgenommen haben. 4 Stück. Gibt es im Wüstentempel, die könnt ihr nicht übersehen, die müsst ihr sammeln, ihr erinnert euch an die Flammen, die ihr da braucht, um im Tempel weiterzukommen. Einer ist genau da, wo wir jetzt hingehen, nämlich bei Giovanni. 2 in Kumula, einer am Pfad zum Feuerberg, den habt ihr gesehen. Insgesamt sind 13 bis 20, also 8 Stück in der Gerudo-Wüste, auch die haben wir, glaube ich, in irgendeiner Folge mal explizit gesammelt. Ja. 3 davon in der Drillhöhle. Ne? Ihr erinnert euch, Friedhof haben wir, verlassenes Dorf haben wir.
Dann an diesem Atrium, wo auch eine von den Eulenstatuen stand, gibt es noch ein Kakariko Gorge. Könnt ihr auch sehen in der Höhlenfolge, wo wir uns das Herzteil in dieser Höhle geholt haben. Dann die ganzen um Schloss Hyrule herum haben wir alle gemacht. In Kakariko selber gibt es 2 Stück. Oben auf der Erhöhung, wo der gute kleine Mann da Wache hält. Am Hyliasee gibt es insgesamt 36 bis 43, also 7. Ne, 8 sogar, ne? Ne, 7. 7 und dann 3 im Heiligen Hain. Insgesamt 5, die habt ihr alle gesehen, in den Schneebergen. 3 in den Ruinen, also in dieser Bergruine. 3 im Zeittempel und dann noch eine am Zora-Fluss, den haben wir geholt am Oberlauf, und 2 in Zoras Domain. Genau. Und damit habt ihr alle 60 zusammen. So, und jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet bei Giovanni, außer diese doofe Katze. Ach, guck an, da bewegt sich doch schon einer. Hallo. Na, da hat sich aber nicht groß verändert. Ordentlich abgespeckt. Geschafft! Sieh dir das nur an! Das ist meine wahre Gestalt. Ha, jetzt kann ich das Leben auch wieder in der richtigen Farbe genießen. Nun, irgendwie muss ich mich wohl erkenntlich zeigen. Ob ich dir hiermit vielleicht eine Freude machen kann? Nein, kannst du leider nicht. Bitte kratze nicht so sehr am Arsch. Ein silberner Rubin, so einer ist 200 Rubine wert. Und ihr erinnert euch, so, jetzt aber in alter Pracht muss ich sofort meiner Freundin zeigen. Tu das. Und genau den tollen silbernen Rubin kriegen wir jetzt jedes Mal, wenn wir raus und wieder reingehen. Und was willst du wohl sagen, wenn ich so frisch wie eh und je vor ihr erscheine? Ist wahrscheinlich schon tot inzwischen. Genau. Die alten italienischen Charmeure. Ja, genau. Also unendlicher Reichtum für Link. Ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, könnt ihr auch wirklich jetzt wieder reingehen. Was? Ja. 5x 1000 Rubine mehr können wir eh nicht kriegen. Und deswegen, nach einer Menge Cuts, mit denen ich mich jetzt noch beschäftigen darf, ich glaube, es sind insgesamt so locker über eine Stunde Bildmaterial wahrscheinlich, aber ja, ist nicht schlimm. Schon. Aber es ging jetzt zum Ende. Irgendwie dann doch flott und doch, weg ist er. Blocks und Giovanni ist einfach weg, der Arsch. Also war es das. Achso, nee, wir kriegen die auch, glaube ich, irgendwie von der Katze. Die da jetzt drin war, oder was? Von seiner fetten Katze da. Ach so. Die auf seinem Kopf saß. Die auf seinem Kopf saß? Das ist ja... Ich dachte auch mal, das wäre irgendwie so eine komische Beule, aber nein. Ja, aber wo ist denn die? Warte mal. Die muss da irgendwo gesessen haben. Also da rannte eine rum. Oder? Also wir haben die hier, die saß da aber schon die ganze Zeit, rannte da schon die ganze Zeit rum. Hier ist keine. Dann sprechen wir halt mal mit der. Katze. Übrigens, miau, wohin hat sich mein Herrchen denn jetzt schon wieder verrückt? Miau. Wenn du ihn siehst, wirst du es mir schon sagen, oder? Ja, soviel zu den 200 Rubinen. Gute Frage. Ich weiß es auch nicht, liebe Leute. Habe ich euch jetzt zum Ende der Folge noch Mist erzählt? Macht aber nichts. Macht aber nichts. Weil wir können... Moment. Wir können nicht zu Menschen werden, weil uns hier irgendjemand beobachtet. Aha. Ja, genau, die Katze oder was? Fucking kidding me. Ach, in. Nee, in Thelmas Bar müssen wir ihn aufsuchen. Ah. Und da. Da versackt er jetzt. Hab mir schon gedacht, dass er nicht normal rumhängt. Ne? Er wollte sicher seiner neuen. Das ist wahrscheinlich auch seine neue. Ja, aber wer denn? Ja, Thelma. Aber die hat doch eigentlich. Also, das wäre aber schade. Also, die Thelma, die hätte ich ja. Ach, nee, auch nicht. Ach, du Scheiße. Man spricht mit ihm in Thelmas Bar, geht dann zum Haus zurück und spricht mit der Katze. Achso, wir müssen jetzt herauskriegen, wo er sich rumtreibt. Meine Güte, darf ich mich hier nicht verwandeln? Kann ja wohl nicht sein. Kann ja wohl nicht deren Ernst jetzt sein. Dass er hin verwandelt, darf ich mich aber rausverwandeln nicht, oder was? Skandalös. Skandalös. Willst du das jetzt noch zeigen, oder? Wollen wir nicht. Willst du? Oder willst du nicht? Muss jetzt nicht. Gut, alles klar. Dann wisst ihr ja, wie es funktioniert. Genau, ihr habt gehört, liebe Leute, einmal in Thelmas Bar Hallo sagen und dann zurück und mit Jengel heißt die Gute, mit der Katze sprechen, mit der wir gerade schon gesprochen haben. Und die gibt euch dann die 200 Rubine. Deswegen, Nummer
Folge 100. Nachweislich haben wir schon längst, wir haben uns völlig vertan am Anfang der Folge, schon seit Stunden sind wir damit natürlich auch im längsten Let's Play auf diesem Kanal angekommen. 100 Folgen, 97 waren es für den Nachfolger. Aber auch zeitlich sind wir leider schon weit, weit drüber. Ob jetzt wirklich onscreen, keine Ahnung. Kann aber so viel weniger auch nicht sein. Deswegen danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Und checkt auf jeden Fall mal die Infokarten aus für alle, ja, wichtigen Bonusfolgen, die ich jetzt hier mal so zwischendurch erwähnt habe. Da waren ja ein paar lustige Quests bei. Und unser nächstes Ziel hinter so, uns, glaube ich, ne? Ja, mehr oder weniger. Da. Schwer zu übersehen. Der letzte Teil des, genau, Plots. Da werden wir bestimmt nochmal 4-5 Folgen irgendwie rauskriegen insgesamt. Aber mal sehen. Easy peasy. Ganon, wir machen uns auf den Weg. Genau. Also, tschüss und bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Der gute schwarz-gelbe Schlosser. Leck mir am Arsch, ey.